Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße euch hier herzlich willkommen in War Thunder zum Update Apex Predator mit den Italienern am Start. Und ja, da gucken wir mal, was die Schönes gekriegt haben. Ihr seht es schon, es tut jetzt schon ins Auge regelrecht hauen. Ja, da ist eine Flak reingekommen auf ein Rating von 2,3, allerdings ist das wieder so ein lustiges Fahrzeug. Ja, die Italiener, wir wissen doch, ja. Ja, packen wir mal eine Flak, ne? Packen wir nicht einfach mal auf den Transporter drauf, was soll's. Tucker, tucker. Ja, ich denke, so ein Fahrzeug, so ein Transportfahrzeug wurde bestimmt auf dem Land benutzt. Echt witzig. Das CM52, ey, krasser Name für so ein Teil. Ja, wir haben hier 12,7 mm Maschinengewehr, 4 Stück mit 3200 Schuss. Das ist doch schon mal was, ganz gut. Ihr seht aber schon den Einschränkungen hier, ne? Das Fahrerhaus ist im Weg, also ihr habt keine 360 Grad rundherum, sondern halt eine kleine Einschränkung. Ja, das sieht sogar so ein bisschen mehr aus. Ach nee, das sieht nur so aus. Das ist nur, damit das da irgendwie befestigt ist, ne? Ja, gut. Also wir können schon rundherum, aber hier den Bereich dann da, ne, falls der Flieger niedriger ist, können wir dann da, ihr wisst, was ich meine, nicht so hinballern. So, wir haben eine Nachladegeschwindigkeit von 18,2 Sekunden. Oh, großer Gott, ich hoffe, auf einen gut ausgebauten Slot ist das besser. 18,2 Sekunden. Ja, okay, es dauert halt nach, es dauert halt wirklich 4 Kästen nachzuladen, aber versteht ihr, was ich meine? Oh je, yeah, das ist heftig. Naja. 3-Mann Besatzung, 64 km/h. Schutz, ich. Ja, warum gucke ich danach? 3 mm. Das ist alles nur ja, mittelmäßiger Baustahl. Obwohl ich sagen muss, einiges davon habe ich das Gefühl, dass das Aluminium ist. Oh, 25. Mal gucken, die Reifen. 10 mm, ey, die halten was aus. Ja, so sieht es im Innenbereich aus. Schöner Motor. Momentan haben wir ja, ne, hier nicht, hier nicht, hier gibt es keine Zusatzinfos, schade eigentlich. Ja, Kommandant, Fahrer, ach, wofür braucht das Ding überhaupt noch einen Kommandanten? So, ja gut, ich gehe davon aus, dass wir jetzt nichts Ultimatives, ja, das hier finde ich wirklich schön, dass sie das hinzugefügt haben. Einfach eine neue visuelle Darstellung, was die verschiedenen Munitionstypen anrichten, die hier drin sind, ja, das seht ihr richtig. Ich meine, zuerst kommt eine panzerbrechende Brandmunition, dann eine Brandmunition allgemein und nochmal eine panzerbrechende. Na, seht ihr da? Das ist die panzerbrechende, die geht einfach durch. Das ist die mit Brandmunition, die macht, ne? Das sieht schon ganz nice aus. So, was haben wir hier? API, AP und APT. Okay, ja, das ist komplett panzerbrechend mit Brandmunition. Das Endding ist natürlich wertvoller, ne? Das macht schon, ja, schön, ja. So viel zu der Flak. Es sieht wieder witzig aus, muss ich sagen, ey. Aber die Italiener und witzige Flaks haben die ja schon immer gebaut, ne? Das wissen wir ja. Also, ja, wie der AS-42 ist ja genauso lustig gewesen. Ja, da ist leider nicht mehr. Upsi. So, bei den Flugzeugen hat sich hier eine F-16 eingegliedert und eine Tornado. Ja, und eine F-104. S-TAF, ja, kein Plan, da werden wir uns gleich mal mit begnügen, nicht beglücken, oh Gott. Ja gut, wie bei den vorigen Videos hier, was soll ich sagen, die F-16, das ist dasselbe Modell wie von den anderen Nationen, wo das Ding reingekommen ist. Es ist dieselbe Bewaffnung, es gibt keinen Unterschied, ne? Weiterhin 20 mm Geschütz, ne? Mit 512 Schuss, 2093 km/h, Entschuldigung, 20,3 Sekunden in der Wendezeit, die steigt gerade 252,7 und jo, Bewaffnung wird auch die gleiche sein, gehe ich davon aus. Oh, oh, nein, nein. Bei den Amis sind noch Möglichkeiten, Bomben zu tragen. Hier wurde wirklich nur auf Luft gesetzt. Ja, okay, ihr habt nicht viel Auswahl. Das ist, ja, entweder ihr packt euch zwei L-Versionen von der Sidewinder rein oder die AM7, die ist ja ultimativ, ne? Die hat eine extrem hohe Reichweite. Ihr seht das, Zielerfassung 40 Kilometer. Ja, die sind sehr wertvoll, die Dinger. Die sind richtig krass. Oder ihr packt euch halt vier von den AM 9L-Versionen ein. Ja. Ja, okay, das war's, ja. Also, Bewaffnung ist sogar noch kläglicher als bei den anderen. Die Italiener halten wohl nicht viel von Bomben.
Das kann man denen jetzt aber nicht vorhalten. Vielleicht haben sie auch keine anständigen Bomben. Das ist ja auch möglich, ne? Da könnte man wieder dumme Witze machen. Das verkneife ich mir jetzt. So, die Tornado. Die habe ich euch schon bei den Deutschen vorgestellt. Wer sie geguckt hat. Oh, ich glaube, hier ist was anderes. Anders. Nee, doch nicht. Das sah gerade mit den Klappen hier, ne? Hier mit dem. Das sah gerade ein bisschen anders da aus. Aber das ist dasselbe. Ja, halt Tornado. Unsere heißgeliebte Tornado, ne? Ja. Wollen wir mal gucken. Ja, okay, ist alles dasselbe. 27 mm Mauser, ne? Dann 1989 km/h. Das ist noch Stockzustand, also nicht wundern. Das kann man auch ausbauen. 31,4 Sekunden in der Wendezeit. Die Steigrate liegt derzeit bei 154,1 Meter. Wie gesagt, ausbaufähig. Und dann gucken wir mal Bewaffnung, ob die hier einsparen. Nee, ich glaube, das ist original. AIM 9L, zwei Stück. Okay. Dann hier die Tanks. Das könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Ich mach's nicht. 12 mal 1000 Pfund Bomben. Okay. 7 mal 1000 Pfund Bomben. Oder ihr packt. Nee, das ist dieselbe Bewaffnung. Ihr packt euch von der GBU 24 Payway, ne? Das ist eine gelenkte Bombe. Die macht richtig üble Löcher in den Boden. Und die 16er-Version davon ist aber auch nicht schlecht. Oder halt die Täuschkörper. Okay, das ist also nichts. Ja, das ist nichts anderes. Für all diejenigen, die es noch nicht so mitgekriegt haben, das steht jetzt hier nicht, ne? Ich kann hier bei Filter vielleicht. Wenn ich das freigeschaltet hätte, diesen Flieger, ne? Dann würde hier so ein Zusatzbutton stehen, dass ich ein Deck zusammenschrauben kann. Zum Beispiel sage ich mir, komm, ich nehme eine von dieser Luft-Luft-Rakete mit. Ich nehme mir so auf der Einaufhängung ein paar Bomben mit. Dann packe ich mir sowas mit rein oder sowas. Ne? Das könnt ihr dann so ein bisschen entscheiden. Jo. Also, ja. Ah, das steht auch Datum. 1995. Jo. 1995. Böse Italiener. Hoffentlich haben sie gut genug gezahlt. Wo ist das Geld gelandet? Nicht in die Tasche der Bürger. Ich will jetzt hier nicht. Na, ihr kennt mich, ich mach gerne mal Späßchen. So, da haben wir wieder unseren Starfighter. Ach, ich hasse diese Dinger wie die Pest. Es hat schon einen Grund, warum die Witwenmacher heißen, ey. Ey, das ist eine fliegende Rakete, mehr ist das Ding nicht, Leute. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber das Ding ist echt gefährlich. Wir kamen nur auf diese Konstruktionsidee. Der Typ muss echt einen Dachschaden gehabt haben. Hä? Einsatzland Türkei. Ich habe mich gerade schon gewundert, weil ich sehe das Round und denke mir so, hä? Okay. Aha. Ha. Na gut. Herkunftsland Italien. Ja, gut. Das ist. Ja, kein Plan. Okay. 2000, das ist übrigens ein Rang 7er Flugzeug für 70 Euro, ne? Also das müsst ihr, ne? Golden Eagles, genau würde ich sagen. Nein, Premium Flieger müsst ihr halt kaufen, wenn ihr es haben wollt, ne? 2431 km/h schnell, 33,5 Sekunden, in der Wendezeit, die Steigrate liegt bei 297,4 Meter pro Sekunde. Ja, das Ding schießt hoch wie ein Pfeil, aber ist halt auch wirklich schwierig in der Wendezeit, wirklich. Das Waffenarsenal ist bei diesen Dingern sowieso. Ja, es geht. Oh, okay. Okay, ich nehme mal zurück. Da haben die Türken aber was umgeändert. Weil so sieht von den meisten nicht das Waffenarsenal aus. Interessant. Da ist nochmal ein zusätzlicher M61 Gatling dran. Das finde ich immer nice. Okay, die AIM-9P-Version. Okay. Nicht schlecht, da ist P-Version. Wer fasst denn sowas an? Okay, da haben wir von der P-Version haben wir jetzt hier, wie viel sind das? Sechs Stück, sechs Luft-Luft-Raketen. Die sind nicht schlecht, die Dinger, ne? Gut, ihr müsst halt die Zielerfassung von hinten machen, ist klar, die Aufstellung geht nur von hinten, aber trotzdem nicht schlecht. Die B-Version ist eher schlechterer Natur, weil die hat erstens von hinten 4 Kilometer müsst ihr ran. Dann die G über, also 10 G Überlast hat die Rakete nur drauf und auch 10 Kilometer Reichweite. Hier ist deutlich mehr. Ne? AIM 7, aber auch nur wieder 2 am Start. Das ist so kacke, ey. Hätten sie die AIM 7, also die Sparrow, hätten die da so ein bisschen
anders da gebaut, aber die ist halt schon so groß verbaut worden, also so groß gebaut worden, damit sie so weit reichen kann. Und ja, da ist halt immer wieder Aufhängung so eine Sache, sonst wird man da halt mehr dran schrauben. Schade eigentlich, würde ich mehr mitnehmen. Okay, wir haben hier Brandbomben. Wie viel? Sieben. Sieben Stück. Wow. Oder 7 mal 750 Pfund Bomben oder 7 mal nochmal, nee, 7 mal 500 Pfund Bomben. Plus halt diese Gatling-Kanone, die ist Standard mit dabei. Okay, die ist immer Standard dabei. 3 mal 1000 Pfund Bomben. Wir können eine 2000 Pfund Bombe abschmeißen. 6 mal 250er Pfund Bomben. Wir können 76 Mighty Mouse mit uns führen mit 290 mm Durchschlagsleistung. Oder wir packen uns nur 8 Zuni-Raketen mit ein mit 457. Ja, da ist dann natürlich die Frage, welche Constellation macht man da? Boah. Ja, gute Frage, nächste Frage. Mich reizt ja mit den Brandbomben hier ganz doll. Aber ich denke mir, man kommt gar nicht dazu, die abzuschmeißen. Übrigens, für all diejenigen, die die anderen Videos nicht so mitgekriegt haben, alle Jets, ne, alle, also hochmodernen Jets, haben bei dem Abwurf von den Bomben jetzt eine ja, Höchstgeschwindigkeit für Bombenabwurf ein Mach. Wenn ihr drüber seid über diese Geschwindigkeit, könnt ihr die Bomben nicht mehr rausklinken, so wie es aussieht. Finde ich ein bisschen teilweise gut, bisschen schade. Ja, es gibt hier viele Panzerfahrer im realistischen Bereich, die sich darüber vielleicht freuen. Weil das wird zum Anfang, nicht jeder liest sich das durch den Kram und ja, nicht jeder Let's Player, YouTuber hier zu War Thunder gibt auch diese Informationen wieder oder liest sich das generell auch durch und da wird es dann erstmal, ne? Da sind wir mal gespannt. Da werden jetzt bestimmt irgendwo im Forum ein paar Leute sein, die dann schreiben: Bug, 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 Bombenbug, schlimm. Wird bestimmt lustig. So, ich weiß nicht, bei der Hochseeflotte war da irgendwas? Ja, tatsächlich. Die RN Duca Degli Abruzzi. Klingt komisch. Abruzzi, ich weiß nicht. Ich denke da automatisch an Taschentuch und Schnäuzen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, was ist mit mir nicht klar? Keine Ahnung, Leute. Wir sind kurz vor Weihnachten. Ich glaube, daran liegt es, ne? So, zweimal 152 mm Geschütze und nochmal zweimal 152. Warum listet ihr das nicht zusammen? Das ist echt manchmal. Ach so, weil in den einen Turm sind zwei Geschütze drin, in den anderen sind drei Geschütze drin. Wegen dieser Aufstellung. Ja, da ist man so ein bisschen pingelig, ne? Da ist man so ein bisschen pingelig. Egal. So, dann haben wir noch 4x 100 mm Geschütze an Bord. 4x 34 mm Breda, das sind Flaks. 4x 20 mm, auch nochmal Breda Flugabwehr. 4x 20, nochmal Breda Flugabwehr. Und Torpedos. Ja, nochmal ganz geil. 772 Mann Besatzung, 55 km/h. Das Ding ist ja richtig. Wo ist das denn? Ach so. Ach so. So, haben wir Schutz? 30 mm. 30, 20, also nicht viel. Die Türme selbst. 35. Na, das sieht nicht gut aus. Rundrum der Kranz da, ne, mit 100, das geht. Da unten sind es 90. Naja. Der Captain ist mit 140 mm geschützt. Naja. Das ist auch nicht so der ultimative. Sieht aber schön im Innenbereich aus. Die Geschütze schießen mit einer Kadenz von 6 Schuss pro Minute. Ja, daher, dass wir 5 Geschütze nach vorne gezielt haben, ne, nach vorne haben, muss ich sagen, ist das schon enorm. Wenn man seitlich schießt, ne, ist das natürlich noch mehr, ne, das sind 10 Stück insgesamt. Aber ja, seitlich ist nicht immer gut. Das wissen wir alle, ne? Jo. Im Übrigen, für diejenigen, die sich ein bisschen mehr für Informationen interessieren, kann ja hier jetzt, gut, ist noch auf Englisch, aber ne, ihr müsst hier nur, falls der Haken nicht drin ist, müsst ihr den Haken dran machen. Wenn ihr es nicht haben wollt, dann ja, ist aber ganz interessant. Noch ist nicht auf Deutsch umgesetzt, aber das kommt noch, ne, das kommt noch mit der Zeit. Jo, Bewaffnung generell hier, die Torps haben eine Reichweite von 4 Kilometer. Schade. Okay, wir können auch noch Wasserbomben abschmeißen, wenn wir die überhaupt benutzen wollen. So, für die 152er haben wir 29 mm Durchschlagsleistung für die HE-Granate.
APHEBC-Granate, 136 mm bei 7500 Meter Entfernung. Ist doch schon nicht schlecht. Und selbst bei 10.000 ist 104. Ist, ja, das ist schon gut. Das ist gut. Gut, für ein Schlachtschiff reicht das nicht aus, aber für einen anderen Kreuzer reicht das locker mal aus. Ne? Auf jeden Fall. Diro, was? Dirom Pente. Naja, was komische Namen die rausholen da. Und das hier ist die Distanzzünder HE. Ne? Ja, jeder wie er will, ob er die nutzen will oder nicht. Wir haben auch noch mal sowas mit 17 mm. Die schießt eigentlich mal eher selbstständig, außer ihr stellt das mit dem Auxilar-Ding um. Dann, ja. Aber ich mache das generell, ich schieße nur mit Front, also nicht Front, ich schieße nur noch mit dem Hauptgeschützen, weil das doch zwischenzeitlich mal stressig wurde, ne? Das wurde zwischenzeitlich einfach mal stressig. Ja, ich glaube, das war's auch. Ich glaube, bei der Küstenflotte hat sich nichts... Nee, das war's mit den Italienern. Tja, Leute. Ja, gut Zeug ist trotzdem reingekommen, ne? Und halt ein witziger Flak-LKW. Schon wieder. Die hatten davon aber ganz schön viele, also muss man dazu sagen, ne? Die waren halt verzweifelt in einem gewissen Zeitraum, die Italiener, was Flugabwehr anging. Die sind halt nicht davon so intensiv davon ausgegangen, dass mitten in der Wüste, da in in Afrika dann da, ne, dass da damals die Briten es schaffen, ihre Spitfires abheben zu lassen wegen den Wüstenwind und den ganzen Kran. Das macht ja auch die ganzen Motoren voll mit Sand und alles, ne, ist schon schwierig. Aber, ja, witzige Idee. Ach, witzige Idee. Jo, dann, wenn euch das informiert hat, ne, lasst mir doch mal ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch. Viel Spaß hier mit dem Update in War Thunder. Und wer jetzt nichts verpassen will, wie es weitergeht mit den Videos hier mit Frankreich, Schweden und Israel, der bleibt doch dran. Ne? Jo, also bis gleich.